bist einmal geissiert in unserem Dörfli. Er hat sogar bei mir gewohnt, der ganze Sommer. Wie der Maurus in der Geschichte von der Zottel, der Zick und dem Zwerg? Jo, präzis. Aber über 20 Jahre früher war das. Und die Kinder von dem Domini willst du jetzt mein Sprüchli verraten? Haben denn die goofen Zögel gären? Mhm, schaurig gären, beide. Ja, gut. Von mir aus. Und sagst dem Domini einen schönen Gruß. Der Gruß von der alten Stine hat ihm ausgerichtet. Und dann habe ich den Kindern gerufen. Babettin, Vitorin, kommen schnell. Ja. Losen, jetzt losen mal gut zu und probieren das Versli zu behalten, das ich euch jetzt vorsage. Also. Birnbaum, Birke, Berberitze, Hokus, Pokus, Torenspitze, Lirum, Larum, Lirum, Lo, wer will Vogelsprache verstehen, der muss unter Birke sitzen und ein Birre vom Baum stibitzen, Simsala, Bimsala, Berberitze. Haben Sie es können behalten? Schon sicher. Und du, Babettin? Ich glaube schon. Also, dann sagen Sie mal mit mir zusammen. Birke, Birke. Nein. Birnbaum, Birke, Berberitze. Nochmal. Birnbaum, Birke, Berberitze. Hokus, Pokus, Torenspitze. Lirum, Larum, Lirum, Lo. Wer will die Vogelsprache verstehen, der muss unter die Birke sitzen und ein Birn vom Baum stibitzen. Simsala, Bimsala, Berberitze. Ja, prima. Und jetzt? Jetzt müsst ihr das ein paar Mal für euch aufsagen. Sobald ihr es richtig könnt. Aber ohne Fehler. Versteht ihr die Sprache der Vögel? Ist das wahr? Gehen Sie uns keine Folie? Ja, ihr könnt es ja ausprobieren. Sobald ihr das Sprüchli können, geht ihr zu der Berberitzenstude raus und dann seht ihr ja, ob ihr versteht, was die alten Grasmücken ihren Kindern zu erzählen haben. Oh ja, komm, das machen wir. Die längste Zeit hat es nicht klappen. Entweder haben sie den Spruch nicht ganz richtig gesagt, oder, das wäre ja auch möglich, er wirkt mit der Zeit nicht mehr so gut. Ich habe gehört, dass solche Zaubersprüche noch die neuere Wirkung verlieren. Leider. Es ist wieder Herbst geworden. Wo die Blätter der Birke immer gähler und gähler geworden sind, da hat sich auch die Grasmückenfamilie parat gemacht für die grosse Reise in ein wärmeres Land. Der Vitorin und Babettin sind gerade wieder einmal mit dem Papa und der Mama auf der Bank unter der Birke gesessen. Da sehen sie sechs Vögel über sich durchfliegen. Zwei grössere und vier kleinere. Schau, das sind unsere Grasmücken. Bist du sicher? Man sieht sie gar nicht gut gegen die Sonne. Klar sind sie. Ciao, Grasmücken. Gute Reise. Ciao. Tschüss. Sali. Und dann haben die sechs Vögel etwas zurückzwitschert. Für den Domeni, Tubak und seine Frau hat es einfach tönt wie immer, wenn ein paar Vögel zwitschern. Aber der Vitorin und Babettin haben zum ersten Mal ganz deutlich gehört. Ciao, 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 ci